Für ihn war das heute wohl einfach nur ein schöner Ausflug an einem sonnigen Tag. Außer, dass es vielleicht ein bisschen lauter war als normalerweise im Park. Ja, und auch sie scheint das Ganze eher gelassen zu sehen. Ganz im Gegensatz zu den rund 5000 Erzieherinnen, Erziehern, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, die heute nach Offenbach gekommen waren, um für bessere Arbeitsbedingungen und vor allem für eine bessere Bezahlung zu demonstrieren. Heute geht es darum, der Arbeitgeberkommission, die hier neben einem Hotel tagt, zu zeigen, dass die hessischen Kolleginnen und Kollegen endlich ihre Arbeit entsprechend richtig und gut aufgewertet werden müssen. Denn genau hier liegt der Hund nach Ansicht vieler Erzieherinnen und Erzieher begraben. Sie fühlen sich schlichtweg nicht als die einfachen Kindergartentanten und Onkels, für die sie von vielen gehalten werden, sondern als geschultes Fachpersonal mit stetig wachsenden Aufgaben. In kaum einem anderen Beruf seien die Anforderungen an das Personal in den vergangenen Jahren derart gewachsen. Aber weder die Anerkennung noch die Bezahlung hätten da Schritt gehalten. Und so waren Erzieher und Sozialarbeiter heute gleich zu Tausenden mit Sonderbussen aus ganz Hessen an den Ort der Tarifverhandlungen nach Offenbach gekommen, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Während Arbeitgeber und Arbeitnehmer im benachbarten Hotel über einen neuen Tarifvertrag für die bundesweit rund 240.000 Beschäftigten im kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst verhandelten, war im Büsingpark die Hölle los. Die Gewerkschaften Verdi und GEW fordern eine höhere tarifliche Eingruppierung der Branche, die den Beschäftigten Gehaltssteigerungen von im Schnitt 10% bringen würde. Die Arbeitgeber halten die Forderungen dagegen für nicht bezahlbar. Das lassen die Gewerkschaften jedoch nicht gelten. Und ein Lied einstudieren wollen, dass wir dann die Hälfte aller Offenbacher. Na, irgendwann muss man ja mal aus dem Warnstreikstadion heraus, das weiß die Arbeitgeberseite, die jetzt 5 Verhandlungsrunden keine Angebote auf den Tisch gelegt hat. Und wenn wir den Druck verstärken wollen, dann hat es die Arbeitgeberseite verursacht, dass es möglicherweise auch zu längeren Streiks kommt. Die Arbeitgeberseite bezeichnete die Warnstreiks als unangemessen und eine Zumutung für Eltern und Kinder. Die Erzieherinnen und Erzieher wollen sich davon jedoch nicht einschüchtern lassen und drohen im Falle eines Scheiterns der Tarifverhandlungen sogar mit unbefristeten Streiks.